liebe Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen, sehr verehrte Jugendlichen, wir treffen uns hier zum Teil 2, um über diese Stadt mal wieder etwas zum Schmunzeln zu haben. Fangen wir doch einfach mal an mit der Riesenbaustelle direkt vor der Polizeikreuzung. Sämtliche Anlieger, auch Geschäftsleute, sind natürlich glücklich, dass sie von 5 Bauarbeitern seit 4 Wochen wunderbar leben können, die sich dann nur Brötchen und Kaffee holen. Man buddelt dort ein sehr tiefes Loch. Freitagmittag ist natürlich dort kein Arbeiter mehr zu sehen, Samstag, Sonntag auch nicht. Ist zwar die wichtigste Kreuzung von Celle, aber warum auch nicht? Man fährt eben auch als Tourist um Celle weiträumig drumherum, damit man Celle erst gar nicht mehr besucht. Gut, dann steht nicht mehr jeder zweite Laden leer, sondern jeder anderthalbte Laden leer. Könnte man auch machen. Man könnte auch Samstag und Sonntag oder freitags einen Notdienst einrichten und dort dieses Loch endlich schließen, was wir seit 4, 5 Wochen haben, für ein einziges Loch. Auch wenn es nur eine angebohrte Gasleitung ist, auch wenn es nur eine Wasserleitung ist, ist es die Hauptkreuzung von Celle, die kann man nicht einfach so zumachen. Ich meine, gut, man könnte das Loch ein bisschen tiefer bohren, dann könnten wir vielleicht bei einer Diamantenmine einmal durch den Globus durch in Südafrika wieder rauskommen und könnten dann mit den Diamanten den Celler Staatshaushalt wieder finanzieren. Das würde natürlich dann Sinn machen. Warten wir ab, wie lange uns diese Behinderungen dort mitten auf der Kreuzung dauern. Manchmal stehen einige wichtige drumherum. Woher sie kommen, möchte ich jetzt nicht näher beschreiben. Der Fußweg ist nur 5 Minuten um das Loch herum, gucken in das Loch rein, aber alle zucken nur die Schultern und eigentlich tut sich an diesem Loch gar nichts. Man sollte es vielleicht als das Zellerloch beschreiben. Ein ähnliches hatten wir ja mal am Gefängnis und jetzt haben wir das zweite Zellerloch mitten in der Innenstadt. Gut, wie lange es noch dauern wird, wissen wir alle nicht. Man verspricht uns zwar viel, aber es wird sich in dieser Stadt viel versprochen. Und vielleicht verspricht man uns ja irgendwas, was auch mal stimmt. Vielleicht holt man sich auch mal eine Regierung in der Zellerstadt, die aus der Zellerstadt kommt und nicht irgendwas Zugereistes. Vielleicht würde das ja etwas mehr bringen. Früher hatten wir Leute aus der Zellerstadt, die auch die Führung übernommen haben. Da standen wir vom Zebrastreifen und sind alle gemeinsam rübergegangen. Heute stehen wir vorm Zebrastreifen, diskutieren, ob wir rübergehen und gehen dann noch nicht rüber, weil keiner dafür gerade stehen möchte, wer der Erste ist, der beim Zebrastreifen läuft. So läuft das eigentlich in der gesamten Innenpolitik in dieser Stadt, leider. So, jetzt nun gehen wir zur B3-Tangente, das heißt also, wir gehen zur 214. Man hat die Tangente dort auf der Kreuzung enden lassen. Die Brückenpfeile hatten wir erst gar nicht hingesetzt. Man muss hier die Stadt Celle in Sturz nehmen. Vom Baureferat, das ist Landesangelegenheit, hat mit der Stadt Celle nur halbwegs zu tun, aber sicherlich hat man doch bei der Stadt Celle auch genügend Einfluss, um auch auf so eine Baumaßnahme einwirken zu können und auch Wirkung nehmen zu können. Immerhin ist es unsere Stadt, unsere. Man hätte aus der Innenstadt raus den rechten Fahrstreifen nur 5 Meter länger machen müssen, ohne ein gefährliches Fahrstreifenmanöver nach links machen zu müssen, um geradeaus nach Braunschweig zu fahren. Kommt man von Braunschweig, haben wir den gleichen Stau wie vorher. Es hat sich absolut nichts geändert. So, dann fahren die LKWs dort oben um diese einzelnen kleinen Kurven drumherum. Aus der Vogelperspektive würde ich sagen, Hansaland, Legoland. Legoland wäre genau richtig. Ist was für Kinder zum Spielen mit ihren Viking-LKWs oder Herper-LKWs oder wie Hersteller alle heißen, um dort wunderbar eine Verkehrssituation nachzubauen, die in Deutschland einmalig ist. Vielleicht sollte man die Leitpfähle gar nicht waschen. Irgendwelche Lkw-Fahrer werden sie irgendwann mal sowieso kaputt fahren, weil die Kurven so eng sind, dass man sie kaum bekommt. Es sind 2 Lkws, die von der Tangente runterfahren und möchten Richtung Innenstadt bzw. Richtung Hamburg fahren, dann wäre die Kreuzung bereits dicht. Das kann es eigentlich nicht sein. Die Brückenpfeile hat man erst gar nicht gesetzt, weil man von vornherein weiß, also so alt wie ich bin, ich werde das bestimmt nicht mehr erleben. Enkelkinder habe ich keine, aber vielleicht habe ich irgendwo Großkinder und so weiter und so weiter. Die würden dann das noch erleben, dass dort vielleicht mal Brückenpfeile hinkommen. Erst braucht man eigentlich eine Brücke und dann kommt die Straße. Die Brückenpfeile hat man weggelassen. Vielleicht findet man irgendwo aus einer Zoohandlung einen Salamander, den man dann irgendwo in der Wiese aussetzt und sagt dann, hier können wir aber die Umgehungsstraße oder die Tangente nicht mehr weiterbauen. Also wird die Tangente auch an dieser Stelle, wo sie jetzt endet, auch so bleiben. Es wird sich die nächsten, meiner Meinung nach, 10, 15, 20 Jahre mit Sicherheit dort nichts ändern. Weitere Informationen über dieses Ding könnte man natürlich dem Bürger auch zubringen. Man könnte auch eine Informationsbroschüre über die Stadt Celle oder über das Land Niedersachsen dort anfertigen, damit man den mündigen Bürger, wie man ihn ja bezeichnet, man möchte auch seine Wählerstimme haben, auch mal informiert, was passiert dort eigentlich? Wie geht es weiter? Fragezeichen. Das bleibt jeder in der Stadt, Politiker, dem Bürger offen. Gehen wir nochmal zu unserem Neumarkt. Wir haben am Neumarkt viele, viele Geschäftsleute, wobei der Bauabschnitt ja diesem und im nächsten Jahr beginnt. Wir haben dort ein wunderbares Restaurant mit einem sehr leckeren, man sollte sagen, zu verköstigendes Fleischprodukt. Dort sind keine Parkplätze mehr. Gut, dann gehen wir vom Schützenplatz, der sowieso nicht beleuchtet ist, am besten abends mit der genötigen Bewaffnung dann in die Innenstadt, um dann im Dunkeln wieder zurückzugehen, weil der sowieso nicht beleuchtet ist. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Der Neumarkt soll ja jetzt umgebaut werden. Und man hat den vielen, vielen Geschäftsleuten dort einfach die Existenz unter den Füßen weggezogen. Das kann eigentlich nicht sein, lieber Bürger. Das kann eigentlich nicht sein. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.